Hallo wieder mal aus Claudias Saftladen. Es ist Wochenende, Pfingstwochenende. Es wird schon ein bisschen normaler. Ich glaube, ihr habt jetzt schon dabei, dass ihr eure Familien besucht und genießt den Tag. Und ich mache es auch genauer so. Ich habe nämlich ganz viel Arbeit und da ich ja so gern arbeite und heute so richtig einen freien Tag für mich habe und das echt sehr, sehr genieße, bin ich jetzt bei mir im Saftladen und habe ein bisschen herumgerammt. Also herumkramt, Ware übernommen und aufkramt und wieder meine Listen geschrieben und so weiter. Und im Zuge dessen, es war einfach so schön meditativ, muss ich ja sagen, haben wir gedacht, es ist Zeit. Ja? Es ist jetzt wirklich Zeit, ganz, ganz ein großes, großes Danke an euch zu sagen. An euch, meine Kunden, an meine Freunde, an meine Bekannten, an alle, die die letzten Wochen bewusst sie dafür entschieden haben, bei mir einzukaufen. Bewusst, weil sie wollten, dass der Laden weitergeht, weil sie sagen, die Wertschöpfung sollte bei uns in Österreich sein, das gehört alles zusammen. Bewusst, weil ihr alle so loyal und solidarisch seid. Ja? Und ich habe das auch für viele andere Unternehmen schon gehört, dass wirklich jetzt ein kleines Umdenken da ist, dass man das so bewusst mitkriegt, wie wichtig dass dieses Zusammenspiel ist. Gell? Und ich habe mich jetzt auch bei einer Initiative, das habe ich eh schon, glaube ich, irgendwann einmal erwähnt, angemeldet, die Danke, Denke Österreich und möchte da jetzt meine Kunden wertschätzen und habe das auch schon da, mit einem kleinen Geschenk. Also wenn ihr ab 50 Euro bei mir einkauft, dann möchte ich euch ganz gern also einen lieben Zirbenholz-Schlüsselanhänger schenken von Danke, Denke Österreich. Das sollte auch ein bisschen eine Symbolkraft sein für euch. Hängt den Zirbel auf euren Schlüsselbund. Ihr seid die, die das jetzt alles noch am Laufen halten. Gell? Die schauen, dass wir Unternehmen überleben können und dass das Zusammenspiel passt. Und das ist eine ganz, ganz große Dankbarkeit, die ich jetzt habe und eine Wertschätzung euch gegenüber. Und ja, und ich. Es sind auch schon viele Unternehmen da dabei, bedanke, denke Österreich, die halt auch ihren Kunden dann sozusagen diesen schönen Anhänger schenken. Und ja, danke nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und ich freue mich auch, dass unsere Produzenten weiter gut produzieren können. Also es fängt alles jetzt so schon langsam wieder an zum Laufen. Es ist halt noch nicht so, wie es war, ist ganz logisch und es wird auch vielleicht nur einige Zeit dauern, bis dass man sich erholen kann. Wir sind noch eben in einer ganz, ganz unsicheren Phase und darum möchte ich euch auch bitten, dass ihr daran denkt, auch weiterhin in Österreich für die österreichischen Unternehmen einzukaufen und dass wir einfach ja, zusammenhalten und unser System, wie soll ich sagen, aufrechterhalten können. Dieses System, Zusammenspiel, Wirtschaft, Gesundheit, Schule, alles. Und es geht halt um uns Menschen. Und wenn es uns geht, können wir wieder was hergeben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt viele, denen es nur schlechter geht als uns. Und ja, es ist einfach ein Kreislauf. Gell? Also, ich rede aber so lang. Ich gönne mir jetzt ein Tafel Schokolade, weil nachdem ich da jetzt aufgefüllt habe bei der Zotter Schokolade, werde ich mir jetzt nämlich eine aussuchen. Heute, glaube ich, wird die Coffee Toffee, die da, die liebe ich nämlich heiß. Gell? Also das ist einmal hellere Schokolade, das letzte Mal war so dunkle. Und ja, jetzt gibt es einen guten Kaffee und ein bisschen Büroarbeit noch und ich wünsche euch viel Spaß. Und wer jetzt schon so einen Anhänger hat, da würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir da ein Büdel davon macht, weil ich habe schon ein paar verteilt, wenn ihr mir da ein Büdel macht und das in die Kommentare vielleicht postet. Ja, danke, dass du denkst. Ciao!